Sie haben ein Szenario von mir bekommen, das ist ganz ähnlich wie das letzte. Da ist dieser Zauberlehrling in der Bibliothek. Ich habe dem hier, wie Sie sehen, ein paar Methoden gegeben. Das könnten Sie ja jetzt auch schon machen. Und wir haben außerdem eine Handvoll Bilder und Sounds. Sie sehen hier das Hintergrundbild und Gestalt 1, Gestalt 2, Gestalt 3, Gestalt 4, der Rabe, der Rauch und der Zauberlehrling. Außerdem haben wir verschiedene Sounds, Zaubersprüche, was man halt als Zauberlehrling so braucht. Wir wollen jetzt lernen, Methoden ein bisschen flexibler zu gestalten, indem wir ihnen Werte geben, dass die Methode mal dies und mal jenes macht. Schauen wir uns mal den Breitezauber an. Der Breitezauber ist ganz elementar für Zauberlehrlinge, denn sie können sich in der Breite verändern. Sie sehen, ich habe einfach nur das Bild geholt und habe gesagt Scale, das kennen Sie, haben wir schon tausendmal im Konstruktor gemacht, aber jetzt gebe ich ihm direkt einen Wert. Ich sage, sei 900 breit und 150 hoch. Probieren wir es mal aus. Zack, es hat wunderbar funktioniert. Ich könnte natürlich sagen, er soll noch breiter werden. Super. Oder er soll ganz schmal werden. 10. Okay, das war jetzt ein bisschen arg geizig. Gut, Prinzip ist klar. Aber jetzt können wir ihn immer nur auf einen Wert verbreitern. Vielleicht säuft er mal irgendeinen Zaubertrank und dann wird er sehr breit und irgendwann mal hat er schlecht geschlafen, dann wird er nicht ganz so breit. Wir wollen ihm also sagen, wie breit soll er werden. Und dazu geben wir ihm einen sogenannten Übergabeparameter. Das schreiben wir in diese Klammer rein. Jetzt verstehen Sie auch, warum wir diese Klammern brauchen. Wir sagen, hier, Digger, kriegst du einen Parameter. Wir müssen wissen, was ist das für ein Datentyp. Klar, wir wollen ihm eine Zahl geben. Wir wollen ihm einmal 900 geben, einmal 200. Also sagen wir int. Jetzt erfinden wir einen schönen Namen für diesen Parameter. Wir könnten ihn Alphons nennen. Überhaupt kein Problem. Aber dann wissen wir nicht mehr, was da los ist. Wir gewöhnen uns an, Parameter mit einem klein vorangestellten p zu markieren. P, was will ich ihm eingeben? Die Breite. Breite zum Beispiel. So. Und jetzt sage ich, diesen Wert, den verwendest du hier. Ich speichere das mal. Gut, ich rufe den Zauber mal auf. Rechte Maustaste. Sie sehen, es gibt hier diese Methode Breitezauber und er sagt, hey, wenn du mich aufrufst, dann erwarte ich aber von dir ein Int zu kriegen. Mache ich mal. Sagt, was für ein Int gibst du mir? Ich sage 412. Jupp. Er nimmt den Wert 412 und verwendet ihn hier. Ich kann jetzt auch hier 1200 sagen oder 1. Ja, okay, ist ein bisschen arg geizig. Super, habe ich ihn wieder erwischt. Sie sehen, wenn ich ihn einmal auf 1 Pixel Breite skaliert habe, dann ist wirklich nur noch 1 Pixel übrig. Sobald ich ihn dann breiter mache, wird es hier hässlich, aber ich habe ja zum Glück den Reset-Knopf. Wir sagen ihm, du wirst einen Wert von einem bestimmten Datentyp kriegen, in unserem Fall ein Int, also die 7 oder die 900 oder die 1000. Und diesen Wert, mit diesem Wert kannst du jetzt hier weiterarbeiten. Das ist auch eine Variable, so wie wir es schon kennengelernt haben, nur ist die nur gültig in dieser Methode, wo wir sie reinhauen. So, schauen wir uns mal den Verwandlungszauber an. So, Sie sehen, er played den Sound. Und dann sagt er, hey, du wirst dich in einen Raben verwandeln. Machen wir es mal. Aber er kann sich immer nur in einen Raben verwandeln. Vielleicht verlernt er im Lauf der Geschichte, dass er sich in Raben verwandeln kann, kann sich nur noch in eine Schlange verwandeln oder in einen Frosch. Dann müssten wir im Prinzip den Programmcode anpacken. Das ist natürlich Kacke. Was Sie machen, Sie geben ihm hier einen Übergabeparameter. Und Sie wollen, dass dann da nicht steht
Raven, sondern vielleicht mal Gestalt 1 oder Gestalt 3, Gestalt 4, habe ich Ihnen hier in so einem Kommentar reingeschrieben, was es alles gibt. Sie müssen erstmal überlegen, was ist es für ein Datentyp, und dann müssen Sie den Parameter eingeben. Ach, Sie schaffen das, ich lehne mich jetzt einfach mal zurück. Gut, war bestimmt nicht schwierig von Ihnen. Sie haben erkannt, was wir hier brauchen, ist ein Int. War nur ein Witz. Ich bin ab und zu so ein humorvoller Typ. Es ist natürlich kein Int, sondern ein String, eine Zeichenkette. Wie heißt der String, den ich Ihnen gebe? Klar, er könnte wieder Alphons heißen, aber damit können wir nichts anfangen. Deshalb schreiben wir ein P. Was gebe ich ihm? Bildname. Bildname. Ja, Bildname ist doch gut. Wenn es bei Ihnen anders heißt, ist nicht schlimm. So, und dieses, sage ich, diesen String, den benutzt du einfach hier. Alles klar. Rechte Maustaste, Verwandlungszauber. Jetzt sagt er, gib mir einen String. Sie haben bestimmt probiert, so zu machen. Und dann hat er sie angeheult, weil er will ja einen String. Ein String braucht Anführungszeichen. Pock, die Kröte. So, war ganz, ganz easy natürlich. Schauen wir uns den Unsichtbarkeitszauber an. Wupp. Sie sehen, da sind noch Reste von ihm übrig, denn die Transparenz wurde hier auf 20 gesetzt. Was wir aber wollen, wir wollen mit der Transparenz flexibel sein. Wir wollen manchmal ihm die 7 geben oder manchmal die 12 oder manchmal die 11. Lösen Sie das Problem, indem Sie der Methode unsichtbar werden einen Übergabeparameter geben, den Sie in der SetTransparency-Methode verwenden. Ich warte so lang. Gut, also das war jetzt wirklich easy, da muss ich nicht viel zu sagen. Transparenzwert ist was für einen Datentyp, klar ist ein Int. Transparenz, Copy, benutzt du hier, zack, System sollte klar sein. Rechte Maustaste, unsichtbar werden. Jetzt fragt er mich, wie unsichtbar soll ich werden, wenn ich sage 90. Dann wird er nicht ganz so unsichtbar, wie wenn ich sage 10. Ah ja, da sieht man ihn kaum noch, den Armen. Klar, wenn ich sage unsichtbar werden 255, macht inhaltlich natürlich nicht ganz so viel Sinn. Schauen wir uns mal die nächste Methode an. Er kann nämlich auch zaubern, denn er ist ein Zauberlehrling. Ja, ja. So, Sie haben gesehen, es ist nicht so wahnsinnig spektakulär. Er zeigt den Text Arga, dann spielt er den Sound Blub, er wartet kurz und dann löscht er den Text wieder, ne, indem er keinen Text auf diese Stelle schreibt. Ist klar, was Sie für eine Aufgabe bekommen? Erstens wollen wir flexibel sein, was diesen Text betrifft. Und zweitens wollen wir flexibel sein, was diesen Sound betrifft. Das heißt, wir wollen ihm jetzt zwei Parameter geben, nicht nur einen. Sie versuchen das jetzt einfach mal. Pause, probieren Sie aus, ihm beide Werte zu geben. So, erstmal kriegt er hier den Text. Was ist das für ein Datentyp? Ist ein Int? Ist ein String. Ich bin einfach lustig. Text nenne ich es einfach mal. Der kommt hier rein. Falls Sie es noch nicht kapiert haben, warum funktioniert das nicht? Klar, weil er mir die Zeichenkette PTEXT ausgeben wird. Das heißt, es muss hier so sein. Text, Steuerung, Leertaste geht bei diesen Parametern übrigens nicht. Das ist wahnsinnig schade. Geht in anderen Entwicklungsumgebungen, na, heute eben nicht. Alles klar, ich lasse ihn hier zaubern. Text ist
Avada Kedavra. Ich als alter Harry Potter-Fan weiß es natürlich auswendig. Da oben steht super. Aber jetzt will ich auch noch den Sound verändern. Das heißt, ich muss ihm hier einen zweiten Parameter geben. Das mache ich einfach mit Komma. Komma. Was ist das für ein Datentyp? String P-Spruch. Eigentlich wäre es natürlich schicker, wenn wir sagen würden Dateinamespruch. Ja, weil dann wissen wir gleich, hey, hier kommt jetzt kein, dass sie nicht da Abracadabra reinschreiben, sondern hier kommt ein Dateiname rein. Super, was haben wir hier für einen Dateinamen? Rechte Maustaste zaubern, da steht Abracadabra. Und hier steht Spell Abracadabra. Punkt Waff heißt es, glaube ich. Gut, was Sie jetzt gerade gelernt haben, ist nicht, wie man möglichst schöne Zaubersprüche ausspricht, sondern dass Sie zwei Parameter oder drei oder fünf oder zehn benutzen können und die dann hier verwenden können. Ne? P-Text benutzen Sie hier bei der Show-Text-Sache und P-Dateiname-Spruch verwenden Sie hier in dem Greenfoot-Sound-Objekt. Super. Gut, zwei kleine einfache Übungen für Sie, da ist nichts Neues mehr. Wir haben hier zwei Methoden, teleportieren und reset. Ich hätte gern, dass er bei teleportieren die Wartezeit als Parameter kriegt, also wie lang ist dieses Delay hier. Und bei reset hätte ich gern, dass er einen Sound als Parameter kriegt und den abspielt. Machen Sie das jetzt, stoppen Sie das Video, viel Spaß. Das haben Sie bestimmt gut gemacht, es war auch echt einfach. So, bei Teleportieren wollen wir diesen Wert quasi flexibel gestalten oder ihm als Parameter geben. Was ist das für ein Datentyp? Int p Wartezeit. Zack, der kommt hier rein. Und bei Reset wollen wir ihm den Sound geben. Was ist das für ein Datentyp? Das ist ein Int. Haha, habe ich sie wieder reingelegt. Ne, es ist in Wirklichkeit ein String P Sound Dateiname. So, rechte Maustaste, teleportieren, Wartezeit 20. Jesus Gott, es war aber echt ein bisschen schnell. Teleportieren. Wartezeit 500. Klar, 500. Wie kann ich das jetzt beenden? Entweder drücke ich Reset oder drehe den Geschwindigkeitsregler hoch. Aber ist ja klar, Reset. Er will einen Sounddateinamen. Schade, dass nicht geklappt hat, denn der Sound wird nicht abgespielt. Also nochmal. Ich bin deine Großmutter, so läuft es halt ganz oft. Wir haben den Größezauber. Geben Sie ihm beide Werte als Parameter. Und verwenden Sie die beiden Werte. Ich warte so lange hier auf Sie und fühle mich wie meine Großmutter. Tipptopp, wussten Sie, es war ganz easy. Er kriegt zwei Ints, nämlich Int p Breite und Int p Höhe. Die verwende ich hier. So, wenn ich jetzt also hier die Größe verändern will, Größezauber aufrufe, dann sage ich, du sollst 900 breit sein und 40 hoch. Super. Und klar, ne, ist Ihnen klar, jetzt habe ich in der Höhe nur noch 40 Pixel. Wenn ich ihn jetzt versuche, wieder richtig hoch zu machen,
Also hier 300. Dann wird es hier jetzt halt richtig oberpixelig, weil er einfach in der Höhe nur 40 Pixel zur Verfügung hat, die er jetzt halt da irgendwie streckt. Naja, ist ja nicht so wichtig. So, jetzt wollen wir noch den Zauberspruch sagen. Ich probiere das mal aus. Zauberspruch sagen. Er will einen Dateinamen. Okay. Was passiert ist, ich habe ihm also einen Dateinamen für einen Sound gegeben und er hat hier seinen Spruch gesagt. Der Sound wurde nicht abgespielt. Ich hätte gern, dass er erstens den Sound abspielt und zweitens auch den Spruch als Übergabeparameter entgegennimmt. Eigentlich haben wir da oben irgendwie schon mal genau das Gleiche gemacht bei Zaubern. Macht aber nichts, bauen Sie es schnell ein, dann sind Sie Pro. Ich warte so lang. Gut, es war wahnsinnig einfach. Sie haben ihm einfach einen zweiten String gegeben. Den haben Sie hier verwendet. Und dann haben Sie den Sound. Wir können ja drei Möglichkeiten inzwischen den abzuspielen. Abgespielt. Was ich Ihnen damit zeigen wollte, ist, dass die Reihenfolge, in der Sie die Parameter übergeben und die Reihenfolge, in der Sie sie verwenden, völlig Schnuppe ist. Also Sie könnten jetzt hier auch nochmal diesen P-Spruch verwenden. Das ist völlig wurscht. Sobald Sie ihm einmal diese Werte übergeben haben, kann er die in der ganzen Methode verwenden. Aber nur in der Methode. So, probieren wir es aus. Es beginnt schon wieder so richtig seriös zu werden. Ja, irgendwie, ich weiß auch nicht genau. Gut, schauen wir uns mal, wie wir das hier anwenden können. Wir werfen mal hier einen Blick in die Act-Methode. Er moved, er dreht sich am Rand, ist ein alter Hut, kennen wir schon. Bim, 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 er dreht sich auf den Kopf. Ach, warum nicht? Machen Sie, dass er gespiegelt wird am Rand. Kurz pausieren, machen Sie es jetzt schnell. Ja. This get Image.mirror vertically. Das ist echt eine nützliche Methode. Ne? Jetzt dreht er sich nicht auf den Kopf, sondern er dreht quasi das Bild auf. Das ist super. So, und zwar, wenn er an der Edge ist. Ich will erstens, dass er unsichtbar wird. Ich will zweitens, dass er zaubert. Und ah, das reicht mir eigentlich schon. Okay, machen wir das mal kurz. This Punkt unsichtbar werden. Weil ich gesagt habe, hey, du kriegst einen Parameter, sagt er zu mir, hey, hier bitte P-Transparenz eintragen. Gut, was ist die Transparenz? 33 natürlich. Und außerdem soll er zaubern. Steuerung Leertaste. Sie sehen, mit Steuerung Leertaste zeigt er mir jetzt auch alle Methoden an, die ich gebaut habe. Er zaubert ein Text braucht er und ein Dateinamen vom Spruch. Mann, ich bin so originell, abracadabra. Ich bin wahnsinnig originell. Alles klar, let's see, was passiert. Abracadabra. Okay, klar, er ist jetzt halt schon unsichtbar. Wir haben hier den... Ja, ist ja gut. Wir haben den Unsichtbarkeitstoggle ja nicht drin. Okay, jetzt kriegen Sie einen Job. Und zwar, wir zählen, wie oft er am Rand angestoßen ist. Wenn er 10-mal am Rand angestoßen ist oder meinetwegen 3-mal, dann müssen Sie nicht so lange warten und ihm zugucken, wie er hin und her fährt und Abracadabra sagt. Wenn er 10-mal am Rand angestoßen ist, dann soll er teleportieren, er soll zaubern, er soll einen Zauberspruch sagen und dann resetten, also wieder zurückgesetzt werden. Also das heißt, Sie rufen einfach diese 4 Methoden auf und danach soll er Greenfoot Stop sagen. Machen Sie das, ist easy. Gut, was Sie gemacht haben, Sie haben natürlich erstmal eine Variable gebaut, in der Sie zählen, wie oft er am Rand angestoßen ist.
Wenn er am Rand anstößt, dann zählt er die hoch. Das hier ist genau das gleiche wie, weil wir wahnsinnig oft das haben, dass wir eine Variable um 1 hochzählen, benutzt man in der Regel eigentlich eher die obere Variante mit den 2 plus. Was auch geht, ist 2 minus, dann zählt er 1 runter. Ja, das können wir uns eigentlich gelegentlich mal angewöhnen. Also wenn er am Edge ist, dann zählt er die Randberührungen hoch. Und jetzt müssen wir prüfen, ob die Randberührungen gleich 10 sind oder gleich 3. Ich schreibe dazu natürlich eine Methode. So, was soll er machen? Teleportieren, zaubern, Zauberspruch sagen, dann resetten. So, die Wartezeit, damit ich nicht eine Stunde mehr das hier anschauen muss, schreibe ich hier 40. Dann soll er zaubern. This zaubern, er kriegt einen Text und einen Dateinamespruch. Wir gucken mal das an hier. Also jetzt muss er dreimal an den Rand. Vermutlich ging es Ihnen auch so, es ist einfach nicht passiert. Ich habe gedacht, okay, er sagt jetzt hier sein Abracadabra-Geseier, dann mirrort er sich und dann passiert das. Aber das passiert halt nicht. Warum passiert es nicht? Klar, die Methode CheckRandLimit wird nirgends aufgerufen. Das war doof von mir. Ist Ihnen aber bestimmt, wird Ihnen bestimmt auch mal so passieren. Gucken Sie mal, wenn er jetzt am Rand anstößt, muss er nicht da dieses Gezaubere machen. Ja, weil er muss jetzt nicht mich so voll labern, das ist ja abartig. Blub ist schlimm genug, ja. Aber jetzt... Jetzt. Ich habe hier ein instruktives Problem. Er macht mir eine Fehlermeldung auf. Und zwar sagt er, hey, ich konnte das Pfeil und ich bin dein Neffe nicht finden. Schauen wir uns das mal an. Offensichtlich hat er damit Schwierigkeiten. Gucken wir mal Zauberspruch sagen an da oben und wir sehen, der erste Parameter, den er bekommt, ist der Dateiname für den Spruch. Der zweite ist der Spruch selbst. Das heißt, ich habe es in der falschen Reihenfolge übergeben. Ich habe ihm hier und ich bin dein Neffe gegeben als Dateiname für den Spruch und habe den hier verwendet für den Play-Sound. Und natürlich sagt er völlig zu Recht, hä, was ist das für ein komisches Pfeil? Das heißt, entweder muss ich die beiden hier unten vertauschen oder die beiden hier oben. Natürlich, weil das da unten mein Fehler war, vertausche ich die beiden. So, als erstes kriegt er hier den Dateinamen, den er dann hier verwendet. Und als zweites kriegt er den Spruch, den er hier ausspuckt. Aber Sie sehen, die Fehlermeldung war jetzt wirklich instruktiv. Ich hätte übrigens auch, schauen Sie mal da, hier draufklicken können auf den obersten. Und dann hätte er mir gesagt, hier hast du das Problem. Alles klar, let's go. Da wir hier nicht einschlafen wollen, schreibe ich mal 1 hin. Pokus, pokus. So, eine letzte Übung. Wenn wir hier Sounds abspielen, dann machen wir das ja gern so.
Das hier nervt uns, weil es wahnsinnig lang ist und ein großes Getippe und unseren Code aufbläht. Wir wollen mal versuchen, das hier in eine Methode auszulagern. Die Methode heißt Sound spielen und sie bekommt ein String. Ich will statt dieser zwei Zeilen einfach schreiben this Sound spielen und dem gebe ich irgendeinen String, also reset.waff oder schreiben Sie eine Methode, die so funktioniert und den Sound abspielt. Gut, es war bestimmt nicht schwierig. Sie haben geschrieben public void Sound spielen. Gut, das ist jetzt natürlich langweilig, denn Soundspielen spielt immer nur Dingsbums Waff ab, was gar nicht gibt. Wir wollen ihm Parameter geben. Wir geben ihm String p Sounddatei, meinetwegen. Ich kopiere mir das gleich. Kommt hier rein, speichern. Und jetzt kann ich überall, wo ich Sound abspielen will, kann ich hier sagen this. Sound spielen. Er sagt, hey, gib mir einen Sounddateinamen. In diesem Fall wäre das hier dieser. Gucken wir mal, ob es noch einen anderen gibt. Der hat zum Beispiel Castwaff. Will er hier spielen? Ja, und ist doch hier eine ganz geschickte Sache. Super, in der nächsten Folge verwenden wir den parametrisierten Konstruktor. Eine gute Sache. Bis dahin. Tschüss.